Allora, italiano tutto il mondo, wo bin ich stehen geblieben? Ja, wenn man das alles umsetzen könnte, was Albert Einstein eigentlich erfunden hat, aber in kurzer Form halt. Mit diesem Stein, der Stein der Weisen, guardate, das ist ein Stein. Das ist Masse. Ne? Aus dieser Masse. Jeder Stein hat Moleküle. Moleküle und was weiß ich alles Mögliche. Also wenn man das umsetzen könnte in Energie, ja, dann hätte man es halt geschafft. Dann hätten wir Energie en masse aus geringfügiger Quelle. So, apropos Albert Einstein. Naja, obwohl, man muss eins dazu sagen, ja. Die richtigen Geheimnisse der Physik, die kommen erst noch. Da bin ich davon überzeugt. Es kann nicht sein, dass wir momentan jetzt, sagen wir mal, ja, was soll ich denn sagen? Die wirklichen Geheimnisse der Physik, die sind noch nicht entschlüsselt. Also das mit der Relativitätstheorie von Albert Einstein, das war ein kleiner Schritt. Aber es wären noch größere Schritte kommen, weil wir müssen uns steigern. So, an alle Physiker auf der Welt, steigert's euch. Vielleicht kommt einer mit seiner magischen Formel. Oh, da kommt ein Opfer, frage ich gleich. Ich frage sie mal. Ja, hallo? Hallo? Wissen Sie, vor 40 Jahren, Mondlandung? Können Sie sich noch daran erinnern? Was halten Sie davon? Wir sollten sich lieber darum kümmern, um das, was hier auf dieser Erde vor sich geht. Ah ja. Schneide ich weg. Aber irgendwie hat sie recht, vollkommen recht. Ich muss Ihnen aber recht geben. Vollkommen muss ich Ihnen recht geben. Ja, an alle Politiker, speziell an Angela Merkel, schöne Grüße von uns. Ich möchte mir eine Corvette kaufen, deshalb schau zu, dass du mir einen Scheck bringst. Hätte gerne Angela Merkel einen Scheck von 100.000 Euro, dann kann ich mir eine schöne Corvette kaufen. Ja. Aber bei dem Wetter, mit der Corvette, was gibt es noch Schöneres? Das sind wirkliche Probleme, ne? Wie komme ich zu meiner Corvette? Grüß Gott, vor 40 Jahren Mondlandung, was halten Sie davon? Ich bin kein guter Kommentator, tut mir leid. Aber Sie können sich an den Mondlandung erinnern. Das war bayerisch, ich übersetze. Italiano tutto mondo. Sie hat keine Ahnung gehabt von nichts. Sowas soll mal vorkommen. Mein Freund Hindenfisch, hier sollst du enden im Inkanal, 30 Meter tief. Hier. Und nimm gleich Hatze 86 mit. Hier rein.
Ja. Zwei Leute in der Halle sich dahin. Zwei Leute aus Siebenbürgen. Ja, ich darf leider sie nicht filmen. Aber ich würde es gerne machen. Aber ich weiß schon, über was sie sich unterhalten. Die unterhalten sich immer das Übliche, wie schön die alte Heimat ist und wie es noch schöner ist, hier in Deutschland zu sein. Ja, so sieht's aus. Ah, da hinten sind zwei ältere Damen, so auf die 60. Jo, oh, ich denke, die sind sogar über 60. Ich versuche ein bisschen Training zu machen, denn sie aus Speck abkrachen. Aber ob es ihnen gelingen wird, naja, ich frage denen mal was. Walking Mars, walking, I walking, I walking. I walk in. Also hier ist ein schöner Platz. Hier sind meistens viele Autos. Die Leute gehen spazieren, frische Luft schnappen. Und wie gesagt, walking. Entschuldigung, Mondlandung vor 40 Jahren. Können Sie sich noch daran erinnern? Nein. Aber... Sie können sich an der Mondlandung nicht daran erinnern, vor 40 Jahren. Und die andere Dame? Das darf doch nicht wahr sein. Normalerweise müsste man diese Leute einen Strafzettel verpassen. Und zwar für das, dass sie es nicht wissen, dass vor 40 Jahren die Mondlandung passiert ist. Müsste man denn 500 Euro abziehen und in den Knast reinschmeißen. Mei, das ist doch Lektüren, Pflichtlektüre oder sowas. Mein Gott, es gibt noch so dumme Menschen. Das gibt's ja gar nicht. Cabrio. Aber da hinten, da kommen zwei Leute, sieht aus wie ein Pärchen. Ja, wenn ich es einschätzen müsste, die sehen aus, als ob sie es wüsste, dass vor 40 Jahren Mondlandung war. Aber ich könnte mich auch blamieren, ne?